Wow. Scheiße, das ist ja, so süß. Was ist da hinten los, Julian? Da war so ein Assi quer durch den Kreisverkehr gefahren. Der Josch ist in die Botanik gefahren. Ja, da kam auf einmal einer. Ja, der ist einer quer durch den Kreisverkehr gefahren. Ja, aber eigentlich war er im Kreisverkehr und hätte Vorfahrt gehabt von da. Nein, er hatte nichts Vorfahrt. Hatte ja, der. Aber nein. War der bei uns auch schon da, Carsten? Nein. Nee. Der kam erst nach euch. Hi, Josch. Ach, der Carsten steht ganz vorne. Ja, wartest du auf mich, oder was? Ich fühle mich so defekt, muss ich sagen. Nee, ich dachte nur, du wärst hinter uns. Ich warte auf die Idioten. Ich fühle mich defekt. Auf die drei Typen dahin. Ich weiß gar nicht, warum. Der wartet auf euch Idioten, hat er gerade gesagt. Herr Bomb, bleib du da jetzt stehen. Ey, wer fährt denn hier so plötzlich an mir vorbei? Ich bin zu blöd, Kurven neben einem anderen LKW zu fahren, Josch. Deswegen habe ich... James erschrickt mich nicht so. Ja, ich war auf meiner Spur. Ich war nicht neben der Spur. Ja, ich weiß, aber ich komme so nicht schon wieder. Ich will dich nicht rammen. Hui, Andi, du fährst direkt auf zwei Spuren. Hui. Ach, du hast ihn wieder angemacht? Ich hatte ihn wieder an, jetzt ist er wieder aus. Vertrau dir. Oh, er hat den Trecker angemacht. Aber er fährt doch gar keine Trecker. Ja, aber er hat ihn angemacht. So, hinter der Brücke links, ne? Hat er die Trecker angemacht? Oh, du bist ja ein ganz hübscher. Ja, Andi, komm, fahr. Pam. Ich bin doch schon dabei. Nicht mir rein, aber fahr. Ich fahr dir doch gar nicht rein. Doch, du hast mich mit deinem Trailer gerade erwischt. Du hast den gestriffen. Ich hab doch keinen Außenspiegel. Ah, hier ist wieder ein Konvoi. Doch, den linken hast du. Ja, minimalistisch. Und was? Ich seh den recht gut. Drück mal die 1 an die. Hab ich schon. Ich seh den trotzdem minimalistisch. Ich mag lieber rüber gucken. Ich hab einen ziemlich breiten Monitor, das weiß ich. Oh, die fahren alle Postbeat da vorne. Cool, ne? Was? Die fahren alle zum... Ja, die haben die Aufträge synchronisiert, da gibt's Hä, wo ist denn der Carsten? Eine Webseite für. Ich bin auf der Autobahn. Ja, weiß ich, aber das wollt ihr ja nicht. Ich hab das ja auch schon vorgeschlagen. Carsten, wo bist du hin? Auf der Autobahn. Ja, und wo da? Vor dir. Wo? Und ich fahre jetzt rechts ab Richtung Brüxel. Brüxel? Brüxel? Brüxel. Hast du für den Vorschlag eigentlich den Vorschlaghammer genutzt? Aua. Es ist wie mit dem Drehzahlmesser Themen ansteuern. Leute. Das finde ich auch voll lustig. Achso, wir ja, müssen hier abfahren, ne? Wo wir gerade beim Thema... Wo wir gerade beim Thema Themen sind, ne? Ja. Hat sich jemand Themen überlegt? Genau. Ja. Oh, der Julian, der Streber. Nee, hör zu. Ich habe nämlich nicht auf die Reihe gekriegt, ist eine Zeitung. Ein vernünftiges Thema zu finden. Deswegen, ich wollte euch nur schocken, weil ihr das keiner von euch angesprochen habt. Und ich dachte, ihr hättet das auch nicht. Ja, ich glaube, der James, der hat das dreimal schon versucht. Dann habe ich mich nicht so schlecht gefühlt. Nee. Nee. Ich habe mir auch nichts überlegt, aber wo ich das gerade so mit Hammer und so, ne, Vorschlaghammer und so, kommt der Vorschlaghammer vielleicht aus den Hammerwerken in Alheim und Laurenzbach? Putum, psch! Ta-ta-ta-ta! Hammerwerk. Natascha, was sagst du dazu? Wir sind Sonnenblumen übrigens. Ja, hier Andi, sind auch Strohballen. Ja. Wenn du Natascha im Wagen hast, musst du aber auch russischen Dialekt machen. Nee, die spricht eh nicht viel, die macht Nein, 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 gab einen Schock, wa? James? Gab einen Schock jetzt? Ja. Ja, schon. So, und schon. Jetzt gebe ich Gas, jetzt kommst du nicht mehr rüber. Mach dann eh mal und ich komm rüber. Oh oh. Pam. Oh oh. Blinker? Wir sind übrigens auf einer Landstraße, das wisst ihr. Ja, da kommt ja, aber ja, keiner. Ich achte aufs Navi. Ja, ich hab meist auf eine weitere Zoom-Stufe gestellt, das heißt, ich sehe das euch also stell dir mal vor, da kommt ein Geisterfahrer, den siehst du ja gar nicht. Oh, hier ist Überholverbot, James. Aber Andi, wenn es ein Geisterfahrer ist, dann fährt er auch durch dich durch. Oh, oh, und dann fährt er auf der richtigen Spur. Voll auf Gas bleiben, voll auf Gas bleiben. Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Nee, Josh, der hat bis abgebremst. Ich schaff das. Scheiße, jetzt ist er wieder vor. Oh, da stehen welche. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, die stehen aber in der Tanke. Scheiße, jetzt ist er wieder vor, der kleine Scheiße. Also bei mir fährt er noch neben dir. Ja, man aber kann, weißt du? Ah, oh, wie kann das denn jetzt Belgien, sein? Ey. Wir sind jetzt in Belgien, Leute. In Belgien. Ein paar Millimeter. Aber hier geht's bergauf. Ich habe einen stärkeren Motor. Wer hat die leichtere Ladung? Ja, das, ich glaube, die haben wir gleich, oder? Das. Oh, wie geil! Hier an der Küste. Hier müssen wir eigentlich mal ein Thumbnail machen, ne? Wie Küste? Welche Küste? Thumbnail. Ich sehe nichts. Ich sehe nur LKW.
ich muss mit einem Auge das Navi im Auge behalten, oh, mit dem anderen den Außenspiegel. Kurve, Kurve. Oh, jetzt habe ich eine Strafe gekriegt. Jetzt will ich zu gerne sehen. Es sieht herrlich aus, was die da vorne treiben. Scheiße, ey. Komm, komm, komm. Ich fahr einfach neben Anni, da kann ich das auch nochmal anschauen. Nein, aus. Das ist hört exklusiv auf meinem Channel. Ich warne dich. Ich hab die Exklusivrechte. Hallo. Ein filmisches Material. Ich mach dafür die Achterkamera rein hier. So. Ich hab die Fernsehkameraführung und so. Auf Achse. Leute, hört ihr mich jetzt wieder? Ja, ja. Wir hören dich die ganze Zeit. Ich hab gerade beim Versuch, in meinen Cockpit wieder reinzuschalten, wegen der Ansicht, habe ich aus Versehen meinen Mute-Knopf... Hast du alles kaputt gemacht? Ist. Oh. Scharfe Kurve. Muted. Kann das sein, dass du ein bisschen leiser geworden bist? Jetzt? Nein, kann nicht sein, weil ich habe nämlich nichts geändert. Ja! Erster! Fürs Erste hast du gewonnen. Mann. Ja! Alter, Carsten brücht. Hast du nicht vorbeigelassen. So, Nervenkitzel. Ah, oh, das war schön. Komm wieder. Ist das schön hier. Oh, das ist eine Brücke. Oh. Oh, da kommen welche entgegen. Nur mal so zur Info. Ach nein. Ich sehe schon wieder kommen. Wir bauen wieder Unfälle. Mm-mm. Ja, einer war es nur. Auf der Landstraße entgegenkommen. Einer war es nur. So. Bei einem passiert nichts. Oh. Vor allen Dingen nicht, wenn einer von mir nicht gerade abbrennt. Also ich fand das sehr aufregend, James. Ja, fandst du? Blutdruck auf 180. Du brauchst es nicht wieder versuchen. Nein, nein, nein. Aber, sag mal, Chakoten, mal eine Frage. Ja, Andi? Warum fährst du heute eine Klärgrube durch die Gegend? Das sind meine Druckbehälter, Menschen. Da sind zwei dicke Schläuche dran. Hast du aber mächtig Druck drauf heute? Ja, natürlich. Ja, der braucht auch dafür extra dicke Schläuche. Für dicken Druck, dicke Schläuche. Na, dann lass mal Druck ab. Bei Marie Claire. Andi, pass auf, wenn du sagst, mach mal. Ach du Scheiße! Bremse! Aus welchen Gründen denn? Hey! Wer rammt dich denn? Oh, da ist ein Zug! Oh, da ist ein Zug! Wer ist mir denn da eben hinten drauf gedonnert? Ich bin hier nicht hinten drauf gedonnert. Ja, ich hab's doch gemerkt. Ich bin nur schneller reagiert. Kurz vor dir abgebremst. Oh, deswegen soll ich. Ja, deswegen habe ich jetzt so einen Ladungsschaden. Ach so! Hä, aber ich hab doch gar keinen Schaden vorne. Ein Schadungsladen? Ja. Ich hab einen Ladungsschaden von 20%, danke. Schlank. Ich hab dich auf jeden Fall nicht von hinten. Ich hab 21%. Nee. Der Josh hat mich von hinten gebumst, das finde ich nicht gut. Alter, das sagt man nicht, das muss man rauspiepen. Geht zur Polizei. Der hat. Nee, jetzt soll ich gar nicht. Ich sag immer nur eine Armlänge. Nee, lass mich gut. Halt, stopp, ich möchte das nicht. Was? Nein, ich möchte nicht. Das möchte ich nicht. Das ist voll doof. Ich möchte das nicht. Julian? Ja, Andi? Hast du ein Problem damit, hinter mir herzufahren? Dann lasse ich den Josh mal eben vorbei. Hm? Ja, hab ich. Nee, dann lasse ich den Josh doch nicht vorbei. Dann kriegst du wieder einen von hinten drauf. Hey, Josh! Was war das jetzt? Was die soll das? Wieder machen? Ich hab dem Andi nur einen Stups gegeben. Übrigens, da ja, kommt schön. Uns einer entgegen. Ganz toll. Ich hab jetzt, Josh, sorry, aber ich hab dir auch einen Stups gegeben, weil... Das ist egal. Du bist plötzlich stehen geblieben und da... Ja, ich hab nur ein bisschen gebremst und dann hat's mich voll auf den Andi rein. Da kommt gleich eine relativ scharfe... Da kommt Gegenverkehr, ihr zwei. So. Relativ. Alter Vater, jetzt hab ich schon wieder ein Ausrufezeichen in meinem Display. Ich könnte irgendwann auch mal eine... Alter, komm, Carsten, seid ihr fahr irgendwo vorbei, abgebogen vorbei. Oder nee, so? Nee, geradeaus, immer geradeaus. Jetzt war es nicht mehr nervig. Da ist übrigens noch einer. Was ist denn jetzt kaputt? Nix. Seid ihr noch in Ordnung? Schadenfreude haben? Kein nix, alles gut. Darf ich Schadenfreude haben? Seid ihr noch in Ordnung? Ja, du darfst. Ja, Josh, darfst du. Darf ich das? Ja, darfst du. Ja, darfst du. Boah, der Vico hat voll gut die Spur. Boah. Ich weiß gar nicht, was ihr mal habt. Julian, weißt du jetzt, was ich hatte? Ja, aber der ist doch voll spurtreu. Ja. Ja. Nee, der ist spuruntreu. Wenn du schneller fährst als 50, untreu? Wird der spuruntreu. Ja, echt? Ich bin 80 gefahren. Das wird aber funktioniert. Also, ja, finde ich aber nicht gut. Ich bin auch schon Iveco gefahren. Also, wir haben mehrere Tester, die schon Iveco gefahren sind. Ja, und vielleicht kannst du einfach nicht fahren. Wir mögen den alle nicht. Nee, Iveco ist scheiße. Ja, dafür wo ist der Carsten eigentlich? Wir hin? Hatten da sein Fernlicht die ganze Nein, natürlich Zeit an. Nicht. Alles gut. Ich bin jetzt über die Brücke gerade. Nein! Oh Mann, oh!
Ich hab nur voll seriös überholt. Ich bin so geblendet von hinten. Wer fährt denn da mit Fernlicht? Ich fahr nicht mit Fernlicht. Ich hab die Straße gar nicht mehr richtig gesehen gerade. Wo sind die eigentlich? Vielleicht war es ja auch eine Kurve. Dann kannst du die auch gar nicht gerade gesehen haben. Hier ist eine S-Kurve. Carsten, jetzt bin ich ganz weit hinten dran. Der Josh saß da gerade so, verdammt, warum ist mir das nicht eingefallen? Nee, ich saß da gerade so, ich bin noch hinter einmal, vor mir ist jetzt einer, weil an dem ich ausgebremst vor hat. Dir, hinter ihr, in allen Ecken gilt nicht. Ach nee, so war das ja gar nicht. In allen Ecken gilt nicht. Kommt da schon wieder einer mit Fernlicht an. Sollen wir vielleicht das mal auf euch vielleicht warten? Gar ja, wir fahren mal da an die Tankstelle. Du das? Ja, lass das. Also so weit hinten bin ich gar nicht. Der dreht Schaden auf sehr hohen so. Touren. Ist alles okay mit dem Ding? Ja, meiner fühlt sich auch kaputt an. Meiner ist minimal beschädigt, so 20%. Problem ist, ich fahre hinten. Ah! Scheiße! Nein, Josh, der ist nicht kaputt. Das ist, so fühlt der Iveco sich normalerweise immer an. Nein, der vor mir hat geleckt. Ich bin in ihn reingefahren und jetzt sitze ich in der Werkstatt. Der vor dir hat geleckt und jetzt. Wir kommen in eine Stadt, wo lang? Ich guck mal gleich, wo wir stehen lande. An der Tankstelle da. Ach so. Ich bin in Brüssel. Wo seid ihr? An der Tankstelle. In? Vor Brüssel. Vor Brüssel oder nach Brüssel? Ich mal tanken hier. Vor Brüssel oder nach Brüssel? Nach Brüssel. Nach Brüssel. Was, wir fahren noch gar nicht nach Brüssel. Also du müsstest die A1 hoch und dann rechts die Landstraße, dann sind wir da an der Tankstelle. Fahren wir an Duisburg vorbei. Das Geile ist, wir fahren an fast nur Landstraße, ne? Ja. Cool. Oh Mann, da haben wir aber meinen LKW kaputt gemacht. Da fahren wir die A1 hoch. Der böse, böse Mann. Ja, der hat auf einmal geleckt, weil Andi, eigentlich ist Andi schuld, weil Andi hat mich ausgebremst. Ja, wenn du mich nicht ausgebremst hättest, wäre ich gar nicht in Situation gekommen. Du musst ja nicht überholen auf der Landstraße. Ja doch, ich war schneller als wie du. Tut man ja auch nicht. Das heißt wie du. Und dann mach das wenigstens so professionell wie der Chakoten, ja? Ich hab das professionell gemacht. Wenn du nicht rübergeschert hättest, dann, Ja, nee, das war semi-professionell. Schert dich rüber! Nein, schert Josh, dich weg. Wenn du den Andi professionell überholen willst, dann musst du den Andi da erwischen, wo er nicht damit rechnet und dann somm an ihm vorbeifahren, dass er es kaum mitkriegt. Ja, ich hab auch gedacht, er rechnet nicht damit, weil ich relativ viel schneller war als du. Kazeng, zoom, und jetzt hat zoom gemacht. Also so wie ich das vorhin gemacht habe, einfach kazoom vorbei. Kacheng! Das war ja auch eigentlich relativ viel schneller. Wer hupt denn da? Der Andi. Dann geh ich jetzt in den LKW rein. Warten wir jetzt auf den Josh an der Tanke? Ich bin dafür. Ja gut, dann bin ich da auch für. Oh, das ist aber nett von dir, danke. Und nicht dagegen. So, ich habe hier ja meine Schlafkabine. Ich hau mich ein bisschen hin. Ja, gut. Dann ja, mach mal. Ne, wobei, gegen die Müdigkeit hilft eigentlich nur Energiegetränk, ne? Ja. Hör auf mit Energiegetränk, du bringst den Carsten auf Ideen. Ja. Ich hol mir gleich ein Bier. Das ist kein Energiegetränk. Für manche einen schon. Ich rede wirklich jetzt von Energy Drink. Ich dachte, eher an Red Bull. Nee, das Zeug trinke ich nicht. Erstens ist das teuer. Und zweitens ist das so hochgeputscht. Aua. Und es ist ekelhaft. Das ist nicht ekelhaft. Nee, das ist nicht mal ekelhaft. Aber das ist teuer. Was ist teuer? Red Bull. Geht. Im Vergleich zu anderen, sowas wie das mit dem M. Ist das, das ist ja auch rumgepatscht und rumgemacht. Mit dem M Müsli oder was? Nee, M O N. Nee. Er meint diese mit den Cappies und so. Das Ding mit den Cappies und so. Ich finde Monster ganz lecker. Kann sein, dass ich das ganz lecker finde, weil es der einzige Energy Drink ist, den ich bis jetzt getrunken habe. Oder weil er fruchtig ist. Weil Red Bull habe ich bis jetzt erst in Wodka E getrunken. Was ist Wodka E? Wodka mit Energy Getränk. Ach so. Mit Red Bull, also Wodka mit Red Bull. Och, das schmeckt eigentlich ganz gut. Wodka E, ey, sowas. Widerlich. Ich trinke ab und zu gerne mal Smirnoff Eis, aber. Mit E. Schmieren? Nee, mit ohne E. Geschmiert das Eis? Wodka Lemon. Wodka Lemon schmeckt auch gut. Sonst mag ich aber keinen Wodka. Ich auch nicht. Ich mag entweder Wodka E oder Wodka Lemon. Ich hab das einmal in meinem Leben pur getrunken und das schmeckt wie. Es geht gar nicht. Also, er schmeckt so wie Fensterreiniger riecht. Übrigens, James,
Ja. Hinterher ist der Hugo Sanchez. Der möchte, glaube ich, wahrscheinlich gleich vorbei. Hugo Sanchez. Kann er rückwärts fahren? Hat er einen Rückwärtsgang, oder? Hat das der Andi doch auch gemacht. Chicoten. Oh, da vorne sind Menschen, die sind aber vielleicht kann blau. Er nicht so gut fahren wie ich. EAE, Bino, Devaga. Ja, Tak, lass das lieber. Was? Lass den doch mal vorbei jetzt. Scheiße. James. Was ist denn jetzt schon wieder umgekippt? Ich hab eine Rundumfunktion an meinem LKW. Cool. Du hast eine Rundumfunktion. Ich fühle mich so beschämt. Ja, LKW, warum? Was ist los? James, fahr mal vor mich da. Was ist denn los, Josh? Ich fühle mich so beschämt. Ich habe jemanden überholt und da kam mir jemand entgegen. Ja, gut, doch, ich lasse ihn kommen. Oh vor mich Gott, melden. Er macht's wieder. Er hätte eigentlich draus lernen müssen. Du sollst nein, die vor so, mich fahren, nicht in so mich. Stehst jetzt wieder in Brüssel. Nichts passiert.